schreiben das Jahr 11 nach Merkel. In Herwood Forest, einst von der sozialen Marktwirtschaft regiert, herrschte schon seit Jahren erbarmungslos die schwarze Null. Die Reichen wurden immer reicher und die Armen immer mehr. Und so gaben viele Menschen ihre Stimme einer alternativen Partei, die die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer machen wollte. Aber dafür die Armen, die nicht von hier waren, immerhin so scheiße behandeln wollte, dass sich die Armen, die von hier waren, nicht mehr ganz so arm fühlten. Nur ein Mann hörte nicht auf, den Reichen zu nehmen und es den Armen zu geben. Der Tollkühne mit dem edlen Antlitz, Robin Hood, machte sich auf. Brüder, schenkt ihr mir überhaupt Gehör? Robin, wir haben Hunger. Es ist kalt. Und außerdem ist nach einer kurzen Phase der Eigentumskompression, in der die Ungleichheit bedingt durch den Einbruch der Kapitaleinkünfte nur gering zugenommen hatte, der Gini-Koeffizient zuletzt wieder stark angestiegen. Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt jegliches Verständnis von dem, was ihr da gerade gesagt habt. Das ist doch ganz einfach. Die reichere Hälfte hat 99% des Vermögens und die ärmere Hälfte hat den Rest. Verdammt. Nur mal zur Sicherheit. Zu welcher Hälfte gehören wir genau? Wir haben gleich Edelratte. Ach, richtig. Wie wär's, wenn wir den Reichtum umverteilen? Wir, zu dritt. Okay, das ist ein guter Einwand. Wo sind eigentlich unsere revolutionären Massen? Little John ist jetzt bei der AfD. Der kleine Mann ist bei der AfD? Typisch. Da lässt man die Benachteiligten mal 30 Jahre lang unbeaufsichtigt und schon marschieren die in die falsche Richtung. Ja, deswegen hat Sigmar Gabriel ja gerade ein umfassendes Sozialpaket gefordert. Was hat er? Er hatte die verrückte Idee, mit einer sozialdemokratischen Partei sozialdemokratische Politik zu machen. Das kommt davon, wenn man kurz vor der Wahl den eigenen Namen googelt. Ekelhaft. Still jetzt! Mich dünkt ein reicher Nacht. Potzblitz, das klingt nach einer Kutsche. Gezogen von einem reich verzierten Ross. Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd. Maid Marian von der Mittelschicht. So kommen wir nicht voran. Ja, ihr habt leicht reden, auf eurem Fahrer sitzt euer Großkopf oder Teufel. Aha, ihr reichen Leute. So, Umverteilung machen wir heute. Warum geht's denn nicht vorwärts? Los, schwingt die Hufe. Nein, das geht nicht. Ein Männlein steht im Walde. Aber das Männchen ist grün. Da dürft ihr weiterfahren. Moment mal. Hoher Herr. Ich sehe, euch drückt der Beutel schwer. Lasst mich euch helfen, gebt ihn her. Wer ist der Narr? Oh, Verzeihung, Robin Hood, der Rächer der Enterbten. Ach, ihr seid Anwalt. Nein, ich möchte an sein Geld. Er ist Anwalt. Oh, der armen Anwalt bin ich und jetzt wird umverteilt. Hände hoch und Geld her. Ist das nicht eine arg verkürzte Kapitalismuskritik? Was? Umverteilung funktioniert doch nicht, Herr Hood. Schauen Sie, wenn Sie uns Reichen das Geld wegnehmen, dann können wir weniger investieren. Die Wirtschaft stagniert. Bald schon werden immer weniger Kutschen hier vorbeikommen. Und ihr habt weniger zu überfallen. Gebt ihr uns Reichen aber Geld, dann habt ihr ja viel mehr zu erbeuten. Ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ah, ich bin auch eher im operativen Geschäft tätig. Ich muss mal ganz kurz Rücksprache, wenn Sie ganz kurz ohne meine Hilfe die Hände... Oh. Danke. Männer, er sagt, wenn wir den Reichen mehr Geld geben, dann hätten wir mehr zu erbeuten und wir könnten mehr verteilen. Robin, das ist die uralte Theorie vom Trickle-Down-Effekt. Kennt ihr die nicht? Der Trickle-Down-Effekt? Natürlich, wer kennt ihn nicht? Auch ich muss das nachts öfter mal raus. Also, seine Hose ist definitiv zu eng. Also, der Trickle-Down-Effekt besagt, dass Steuergeschenke für Reiche zu mehr Wachstum führen. Aber das wurde nie bewiesen. Das Geld kommt einfach nicht bei den Armen an. Also seid jetzt dann fertig, weil meinen Armen würde es schon reichen, wenn ich sie dann runternehmen könnte. Ja, ja. Ihr wolltet mich zum Narren halten, aber jetzt wird umverteilt. Hände hoch und Geld her. Wisst ihr, was ihr hier eigentlich macht?
Ihr zettelt doch nur eine Neiddebatte an. Findet ihr nicht auch, dass er an niedrigste Instinkte appelliert? Ja, schon ein bisschen, ja. Man muss auch gönnen können. Ja? Wusstet ihr, dass Neid eine der 7 Todsünden ist? Das ist doch in... Wirklich? Ja. Einen Moment. Sag mal, stimmt das mit der Todsünde? Worauf fragst du mich? Du bist ein Mönch. Oh ja, ja, da war doch was. Gebot 9, Todsünde. Also ist Umverteilung Sünde? Robin, für euer Tun gibt's gute Gründe. Der Geiz, laut Bibel ebenfalls Todsünde. Haha, seht, was ihr getan? So zettelt ihr doch letztlich nur eine Geizdebatte an. Okay, einigen wir uns auf Unentschieden. Gut. Treffen wir uns auf halber Strecke zwischen Ihrem Geiz und unserem Neid, sagen wir 50%. Ihr wollt wirklich an der Reichen schätze? Bedenkt dabei immer auch die Arbeitsplätze. Ja, ja, genau. Erst will in der Gegend umverteilen und dann bin ich mein Job los. Das ist doch... Wirklich? Ja. Einen Moment. Sie sagen, Umverteilung gefährdet Ihre Arbeitsplätze. Das wollte ich nicht. Ist das richtig? Robin, wie oft sind wir das schon durchgegangen? Wenn man den Reichen noch mehr Geld gibt, sichert das keinen einzigen Arbeitsplatz. Okay. Die Reichen bunkern das Geld in der Bank. Wir geben es aus und kurbeln damit die Wirtschaft an. Sag Ihnen das genau so. Was soll denn das? Okay, ich sag's dir. Ach so, ich soll mit seinem Geld einkaufen, um meinen Arbeitsplatz zu sichern. Das ist ja cool. Schließt euch mir und meiner Bande an. Zusammen stürmen wir Paläste und wir machen Hütten dann fürs ganze Land. Für uns und unsere neuen Gäste. Maiden Marian von der Mittelschicht, haltet euch im Zaum. Ihr habt doch einen Traum. Ihr wollt doch auch irgendwann mal einen solch tollen Flitzer. Ja, ja, vom Pferd zum Kutschbesitzer. Ja, das will ich. Ja, und dann sitzt ihr hier am Platz der Reichen und werdet überfallen von ihm und seinesgleichen. Sei mal nicht böse, Robin. Aber von meinem Traum zu lassen, fällt mir schwer. Ich wäre halt auch so gerne Millionär. Dann sage ich Hü und Hott. Und weiter geht's im alten Trott. Tiddelü. Bleibt hier. Lass mich mal fragen. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ich muss gestehen, es war nicht schlecht. Ich muss gestehen, das war von Brecht. Im Grunde hat er ja recht, aber seine Klage ist ästhetisch so verbraucht. Da, junger Mann, ich find's schön, dass Sie nicht nur betteln, sondern auch was dafür tun. Ab durch die Mitte. Das ist sehr großzügig. Vielen Dank, das... Schaut mal, was ich daher. Was ist Robin Hood? Oh, ich bin Robin Hood. Ich bin kein Bettler. Ich bin Robin Hood. Versteht ihr? Der Rächer der Verderbten. Der Schütze von Witwen und Waisen. Robin und das Fliebertüt. Kennt ihr mich nicht? Ich hab... Mögt ihr die Ungleichheit auch noch so hassen? So einfach sind die Reichen nicht zu fassen. Ja, die Reichen werden reicher, die Armen werden mehr. Und wer ist schuld dran? Natürlich der Flüchtling, der morgen Deutschland erreicht. Wenn er Glück hat, wenn alles nach Plan läuft, wird er von unseren türkischen Freunden abgefangen. Weil die EU das Land bezahlt, das nicht in die EU darf, damit es die Probleme löst, die 28 Länder gemeinsam nicht lösen können. Das ist EU. Die Türkei wird irgendwann mal der Rettungsschirm. Also bei diesem ganzen Beschlusswahn und hier ein Deal, da ein Deal, betone ich trotzdem lieber das Positive im Alltag. Mein Nachbar hat mir einen sehr schönen Satz gesagt. Glückwunsch, Marokko ist jetzt offiziell ein sicheres Herkunftsland. Du kannst endlich zurück. Ich so, nein, das darf man nicht überschätzen. Sachsen gilt auch als sicheres Herkunftsland. Man darf aber nicht pauschalisieren. Wir dürfen nicht pauschalisieren. Nicht alle bei Pegida sind Nazis. Viele sind V-Männer. Muss man ganz klar so sagen. Und ich finde, auch in Deutschland können Reich und Arm, wenn es sein muss, gut zusammenarbeiten. Sieht man bei der AfD, Rassismus als gemeinsamer Nenner. Die Armen, der besorgte arme kleine Mann, rennt zur Wahlurne und will seinen eigenen Untergang. Und die Besorgten sind ja überall. Ich erkenne sie schneller als ihr. Ich bin so eine Art Sorgenbeschleuniger. Wenn die mich sehen, bin ich so eine Art Nahtoderfahrung. Man muss halt, ne? Ja, natürlich.
Die meisten sagen ja, Flüchtlinge, das sind alles Terroristen oder sind Terroristen drunter. Nein, eine weitere Hauptangst, die viele vergessen, ist das importierte Frauenbild. Da kriegen ja alle Panik. Nein, wir dürfen die nicht reinlassen. Die haben ein ganz anderes Frauenbild. Die hatten ja diese tolle Aufklärung nicht. Aufklärung, habe ich gegoogelt. Kennt man? Rousseau, Voltaire, Kant. Die Älteren werden sich erinnern. Und die haben wirklich sehr viele schöne Sachen gesagt, auch zum Thema Frau. Mein Lieblingssatz kommt von Kant. Auch eine Frau kann Verstand haben, aber das würde ihr die weiblichen Reize nehmen. Das ist ein sehr arabischer Ansatz, kann man sagen. Das ist auch, ja. Natürlich kann man das als Kant-Fan sagen, was soll denn das? Du kannst ja nicht einfach so einen Satz von ihm nehmen, das ist ein riesengroßes Werk, du kannst nicht aus dem Zusammenhang Sachen zitieren. Ich weiß, das darf man nur beim Koran, wenn man den interpretiert, ist schon ein großer Fehler. Ja, darf ich so nicht machen. Oder wie mein Nachbar sagt, die einzige Aufklärung, die wir Deutschen hatten, waren die Alliierten. Gut, die Stimmung gibt ein bisschen, ja. Das ist immer noch euer Land, das darf ich nicht vergessen. Aber ganz ehrlich, ich finde, vor allem, was jetzt im Moment wieder passiert, wir müssen einfach mehr miteinander sprechen, sonst haben wir keine Chance, sonst wird das alles nichts mit Zivilisation. Wir müssen aufeinander zugehen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin seit diesen ekelhaften Silvesternächten auch durch zwei geteilt. Ich bin Deutscher, gefangen im Körper eines Grabschers. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ich muss einfach... Ja. Und nur wenn man miteinander spricht, kann man Vorurteile abbauen. Mein Nachbar hat mal meinem Onkel gesagt, hört doch auf mit dem AfD-Bashing, da ist doch nicht alles schlecht. Und mein Onkel sagt ihm, das stimmt, die sind auch gegen Schwule. Es gibt Gemeinsamkeiten. Und ich bin jetzt kein typischer Gutmensch, auch ich bin der Meinung, wenn Flüchtlinge zu uns wollen, müssen sie sich an unsere Regeln anpassen. Und eine sehr wichtige Regel, die sehr gerne vergessen wird, sichere Transportwege gibt es nur für Rohstoffe, nicht für Flüchtlinge. Dankeschön. Danke. Hallo. Verzeiht, seid ihr Sheriff von Nottingham? Nottingham, gell? Wir haben nichts und mir gäbe nichts. Ich will doch nichts von Ihnen. Ich will's den Reichen nehmen und den Armen geben. Das würden wir von den Finanzbehörden auch gerne. Sehen Sie, ich habe ein Problem. Durchschnittlich besitzt das oberste Prozent der Deutschen ja 5 Millionen Vermögen. Jedes Mal, wenn ich einen von denen im Wald treffe, sagt er, so viel Vermögen hätte er gar nicht. So kann ich nicht arbeiten. Ich muss doch rausfinden, wer nicht in welchem Maße überfallen werden kann. So kann ich sonst nicht arbeiten. Verstehen Sie, es muss doch Instrumente geben, um das Vermögen der Deutschen zu messen. Instrumente? Setzen Sie sich. Selbstverständlich haben wir Instrumente. Da habe ich zum Beispiel ein hervorragendes Instrument. Gucken Sie da, ne? Steht's? Was? Fantastisch. Ist das? Das ist eine Vermögenssteuer. Damit können Sie jeden Cent erkennen, den ein Reicher besitzt. Oh, super, sowas brauche ich. Das funktioniert überhaupt nicht. Ist kaputt. Seit 1995 nicht mehr repariert. Seitdem fehlt uns ein bisschen der Durchblick. Aber eine Vermögenssteuer. Wenn ich das richtig erinnere, eine Vermögenssteuer hat beinahe jedes Land. Ja, wir haben da auch eine. Wir wenden sie nur nicht an. Sehen Sie, das Bundesverfassungsgericht hat damals zu uns gesagt, wenn ihr eine korrekte Vermögenssteuer wollt, dann müsst ihr wissen, wie viel die Immobilien der Reichen wirklich wert sind. Das heißt, wenn wir die Immobilien nur richtig bewerten, könnten wir die Vermögenssteuer wieder erheben. Das ist korrekt. Warum macht die Bundesregierung das nicht? Kennen Sie diesen Moment, wenn Sie auf dem Sofa sitzen und Jörg Pilawa kommt? Aber die Fernbedienung ist zu weit weg. Und man will einfach nicht aufstehen. Ja. Genau so. Und deswegen haben wir keine Steuer mehr. Ja. Aber die Vermögen sind doch deswegen nicht verschwunden. Aus der Debatte schon. Okay, schon klar. Gibt es nicht andere Instrumente auch? Ich meine. Das ist selbstverständlich. Gucken Sie da. Das ist ja fantastisch. Das ist vom Statistischen Bundesamt eine Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Oh, toll. Hier steht drauf, dass nahezu alle Haushalte erfasst werden. Sie müssen das richtig betonen. Nahezu alle. Mit Ausnahme derer, die über 18.000 Euro Monatseinkommen haben. Warum gerade die nicht? Die machen nicht mit. Ja, aber dann muss man die dazu zwingen. Die Angaben sind ja freiwillig. Wenn Sie eine verpflichtende Umfrage wollen, nehmen Sie halt das Instrument hier. Mikrozensus. 390.000 Haushalte sind befragt worden und alle waren gesetzlich verpflichtet, daran teilzunehmen. Gesetzlich verpflichtet, das geht doch. Schauen Sie mal, da können wir doch...
Warum kann ich immer noch nicht erkennen, was das Vermögen der obersten Prozent ist? Ja, weil danach gar nicht gefragt worden ist. Ja, man könnte ja am Ende noch was rauskriegen. Okay, sagen Sie, der Staat hat keinerlei Interesse offensichtlich, das Vermögen rauszufinden, aber es muss doch irgendwelche, weiß ich nicht, Forschungseinrichtungen geben. Selbstverständlich, gar keine Frage. Hier gucken Sie zum Beispiel die SOEP-Studie. SOEP, lassen Sie mich raten, Stichprobe ohne 1%. Sozioökonomisches Panel. 14.000 Haushalte wurden befragt. 14.000. Und was haben die nicht rausbekommen? Eine ganze Menge. Die Angaben waren ja wieder freiwillig. Hier steht, dass gerade mal 20 Personen erfasst worden sind mit einem Vermögen von über 50 Millionen. Ha, und die schreiben sogar selber. Gucken Sie, die schreiben selber. Das Maß der Ungleichheit der Vermögen wird unterschätzt. Ja gut, aber die Forscher hatten ja noch andere hervorragende Quellen, die sie benutzt haben. Ein Magazin. Aber nicht irgendeins. Ist Forbes Magazine. Forscher holen ihre Daten aus der Gala für Milliardäre. Okay. Und woher haben die ihr Wissen? Dort hinten drauf. Wo? Recherche und Schätzungen. Ihr Hut brennt. Ich habe mir die Energiewende anders vorgestellt. Bitte. Das einzige Mal, dass man sagen darf, mein Hut brennt und es stimmt. Ne? Aber okay. Sehen Sie, was ich mich frage, ist Schätzungen. Das ist das beste Instrument, was wir haben. Schätze schätzen. Und was haben die vom Forbes Magazine dann rausgefunden? Die haben rausgefunden, dass wir wahrscheinlich dreimal so viel Milliardäre und Vermögen haben, wie bisher angenommen. Ist aber nur Vermutung. Oh. Ich habe das Gefühl, je reicher die Vermögenden, desto ärmer ist die Datenlage. Das habe ich aber schön gesagt. Was lesen Sie dann für ein Buch? Ach, das ist das Kapital von Thomas Piketty. Das ist die beste Datengrundlage über die weltweite Verteilung, ungleiche Verteilung des Vermögens. Ja, ich möchte sagen, das ist erschütternd präzise. Ja, Entschuldigung, aber dann nehmen wir doch das. Das ist für Deutschland praktisch unbrauchbar. Piketty hat in Deutschland ja nur lückenhafte Daten zum Vermögen gefunden. Lassen Sie mich raten, weil wir keine Vermögenssteuer erheben. Woher wissen Sie das? Ich habe das Gefühl, in diesem Land gibt es ein starkes Interesse daran, dass es keine genauen Statistiken gibt. Oh nein, wir haben ein riesiges Interesse an ganz bestimmten Daten. Gucken Sie da. Was ist das denn? Das ist die Akte von einem Hartz-IV-Empfänger. Von einem? Das sind ja, was weiß ich, nahezu 650 Seiten. Ja, über diese Leute wollen wir alles wissen. Stellen Sie sich Deutschland bitte als elegante Dame vor. Das Gehirn sind die Universitäten, die Augen der BND und die Polizei, die Ohren der Verfassungsschutz, der Mund die Medien, die Großindustrie die Brüste und der Arsch die Politik. Und die Mittelschicht, das sind die Beine, die alles schleppen müssen. Aber seit Jahren stagnieren die Reallöhne der Mittelschicht, aber die Abgabenlast, die steigt und steigt und steigt und das macht natürlich Druck und das macht der Mittelschicht Angst. Und wer Angst hat, dem können Sie alles erzählen, jeden Scheiß. Zum Beispiel, dass eine Mutter im syrischen Bombenhagel ganz komfortabel lebt, aber sofort ihre Heimat verlässt, wenn sie hört, dass sie in Deutschland pro Tag 4,67 Euro Taschengeld bekommt. Und der Wähler mit Angst in der Wahlkabine, der ist ja sowieso unzurechnungsfähig. Der ist wie eine Maus im Labyrinth. Ja? Und dann fragt er sich, okay, die Fluchtursachen sind der Krieg. Und die Kriegsursachen ist wahrscheinlich der Kampf um Demokratie. Demokratie, was ist das? Demokratie ist, wenn vier Füchse und ein Hase abstimmen, was es zum Abendessen gibt. Und er weiß... Ja, so die Wähler, die flüchten ja vor den etablierten Parteien wie die Ratten vom sinkenden Schiff, ja, und suchen nach Alternativen. Weil unser ferngesteuerter Hosenanzug, Frau Merkel, die Beschwichtigungsleuchte, hat ja jahrelang behauptet, ihre Politik sei alternativlos. Habe ich im Duden nachgeschaut. Bei alternativlos steht, keine Alternativlösung zulassend. Mutti lässt keine zu.
Und deswegen schmeißt sich der verschreckte Wähler wie eine Springspinne auf die erstbeste Partei, die ihm eine Alternative für Deutschland zu sein scheint. Obwohl die dann an seinen Bedürfnissen wahrscheinlich genauso viel Interesse hat wie Donald Trump an einer glaubwürdigen Frisur. Weißt du, der Traum, das ist der alte Traum von der Mittelschicht, der immer so ganz nach oben, der Traum vom Tellerwäscher zum, ja, zum Angestellten, dann der dem Tellerwäscher sagt, wo das Geschirr durch hingehört. Wir träumen immer von ganz oben, wir merken gar nicht, wie weit unten wir schon sind. Aber ich sage Ihnen, ganz rauf unter die oberen 1000 schafft das die Mittelschicht. Nee, nein, weil sie gar nicht weiß, wie weit die Ungleichheit in Deutschland schon fortgeschritten ist. Ich habe hier Ihnen ein Papier mitgebracht, um das deutlich zu machen. So, da stehen die Vermögen drauf. Das ist ein Zentimeter hier, steht für 50.000 Euro Vermögen in Deutschland. Da geht es weiter, 50, 100, das 500.000. Und hier oben sind 1,5 Millionen. Wo sehen Sie sich ungefähr? Ja, brauchen Sie sich nichts denken, die meisten krebsen im unteren Teil vom Papier umeinander. So. So, und jetzt raten Sie mal, wo jemand im Verhältnis hier steht, wo der ist mit seinem Vermögen zu finden, jemand wie die BMW-Erbin Susanne Klatten. 3,5 Kilometer. Aber nicht im Maßstab 1 zu 10, in echt 3,5 Kilometer. Und die Beine sind die Mittelschicht, die alles tragen muss. Gute Nacht. Ich möchte einen Einkommenssprung. Danke. Danke. Made Mittelschicht hatte vollkommen recht. Die Ungleichheit in Harewood Forest hatte astronomische Ausmaße erreicht. Die reichsten 10% besaßen 60% des Gesamtvermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung dagegen praktisch nichts. Das konnte man besonders gut an der Tafel des Sheriffs von Nottingham sehen, an der das Volk zur Verteilung des Wohlstands Platz genommen hatte. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Segne, was du beschert hast. Keine Sorge, ist ein ökonomisches Gebet. Sie meinen ökumenisch, glaube ich. Das auch. Und jetzt wird er gleich noch erzählen, dass die Ungleichheit in Deutschland Gott gegeben ist. Oh, Herr Hut, was machen Sie? Kommen Sie doch rüber, Herr Hut. Ich bitte Sie, reich gedeckt ist unsere Tafel. Hört doch auf mit dem Geschwafel. Nur der reichen Teller werden hier reich gefüllt. Ihr zeichnet ein arg polemisch Bild. Bedenkt, wie gut kam Deutschland durch die Krise. Ja, nur die Armen machten miese. 1% besitzt ein Drittel des Vermögens und es schmilzt die Mitte. So geht das nun seit vielen Jahren. Ihr sprecht schlecht von unseren Ahnen und der Agenda 2010. Ja, weil immer mehr zur Tafel gehen. Wir waren einst kranker Mann Europas, jetzt Vorbild. Und sind doch ärmer dran. Ich mach mir darauf keinen Reim. Dann lassen wir es doch einfach sein. Meinetwegen, aber wir sollten schon mal drüber reden, dass das alles Ergebnis von politischen Entscheidungen ist, nicht wahr? Sehen Sie mal die 90er Jahre, da waren die Vermögen in Deutschland relativ gleich verteilt. Ja, natürlich ging es damals allen gleich. Schlecht! Ach, jetzt. Gehen wir doch mal zurück in Ihre 90er, nicht wahr? Ich sage nur Reformstau. Deutschland war bequem geworden und da hat die Politik eben auf Jahre ein pikantes Menü angerichtet. 3 Gänge, weniger Steuern, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Flexibilität. Ja, das klingt gut, das nehmen wir. Nein. Eine gute Wahl. Beginnen wir unser Menü mit dem ersten Gang und zwar mit einer Einkommensteuersenkung. Für alle! Ja. Oh. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Diese Steuersenkungen werden vor allem den Reichen zugutekommen. Keine Sorge, Herr Schwarzmaler. Ich kenne den Koch, Gerhard Schröder. Das ist einer von uns. Oh Gott. Hauptsache kein Kohl mehr. So werden alle Steuersätze um 10 Prozentpunkte gesenkt, der Einkommensteuersatz auf 15% runter und der Spitzensteuersatz geht runter auf 42%. Da kann ich nur sagen, Mahlzeit. Schmeckt's euch?
Großartig. Große Schultern brauchen mehr Futter als der Rest. Ja, komisch, aber meine Portion ist aber sehr übersichtlich. Wieso hat denn er so viel mehr als ich? Weil ein Steuernachlass von 10% bei großen Einkommen wesentlich mehr ist als bei kleinen. Ja. Ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so. Man hat im Nachhinein festgestellt, das waren die Ergebnisse dieser Steuerreform. Ja? Im Endeffekt war es so, dass Millionäre und Spitzenverdiener, die haben letztendlich effektiv 20% mehr in der Tasche vom Einkommen gehabt. Und? Geringverdiener nur 5%. Na und Hauptsache, alle haben mehr auf dem Teller. Gell? Ganz meine Rede. In Deutschland geht es schon viel besser. Ah, ja. Entschuldigung, bin ich auch Deutschland? Und nach diesen Wohltaten für die Bevölkerung ist es Zeit geworden, dass wir einmal was für die Wirtschaft machen. Vorsicht, wenn er Wirtschaft sagt, meint er meistens ihn. Ach komm, Sie, nicht jeder Reiche ist doch ein Unternehmer. Okay, machen wir eine Umfrage. Wer von euch besitzt denn Aktien oder Unternehmen? Oh, Überraschung. Dann gibt es für Sie jetzt den zweiten Gang. Wer mehr Wettbewerbsfähigkeit? Wir halbieren erst einmal den Körperschaftssteuersatz. Ja? Und als kleiner Gruß aus der Küche gibt es dann noch den schönen Umstand, dass der Verkauf von Unternehmensanteilen ab sofort völlig steuerfrei ist. Ja. Oh, Entschuldigung, ich mein, könnte ich da auch ein bisschen was haben? Auf gar keinen Fall. Könnte ich auch so einen kleinen Gruß aus der Küche haben, bitte? Oh, Verzeihung. Also das ist reine Sauerei. Ja, vor der ich gewarnt habe. Man hat die Körperschaftssteuer gesenkt. Von 40% auf 25% und letztendlich auf 15%. Das heißt, die SPD hat ihre Wahlergebnisse der Körperschaftssteuer angepasst? Das war einer der größten Steuergeschenke aller Zeiten in Deutschland. Ach, jetzt hör auf, das Geld ist doch investiert worden. Das wird immer behauptet, aber mitnichten. Schauen Sie doch mal hier. Hier, da sehen wir die Steuerlast der Unternehmen effektiv halbiert worden. So, und was haben Sie gemacht? Mehr investiert? Nee, weniger investiert. Entschuldigung, was ist denn die dritte Kurve da? Das willst du gar nicht wissen. Das will er schon wissen. Das sind die Gewinne der Unternehmer. Ja, aber wenn der Staat auf so viel Einnahmen von den Unternehmen verzichtet, ist dann der Steuertopf nicht bald leer? Ach was, hoppla, der Steuertopf ist leer. Ja, dann machen wir doch die Steuergeschenke einfach wieder rückgängig. Genau. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Genau. Wir machen lieber die nächste Reformrunde. Es gibt eine Mehrwertsteuererhöhung. Oh, nee. Moment. Das ist absolut super gerecht, denn es zahlt ja alle 3% mehr. Ja, gut. Lass doch nichts einreden. Ja, Mehrwertsteuererhöhungen treffen doch Geringverdiener wesentlich härter als Spitzenverdiener. Ja, aber erst hat er was gegen niedrige Steuern, dann gegen höhere Steuern. Also ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. So, ab jetzt ist für jeden Einkauf 19% Mehrwertsteuer fällig. Hey, bei mir ist ja kaum noch was drauf. Hey, bei mir ist ganz schön viel weg. Nee. Obwohl, bei mir ist es genau wie vorher. Geil. Ihr hättet uns aber doch auch wirklich warnen können. Hat noch jemand Lust auf ein Dessert? Ja, was gibt's denn? Speziell eine Spezialität des Hauses, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Da sag ich doch nicht nein. Das für euch heißt das übrigens Niedriglöhne, so Minijobs, Leiharbeit und Hartz IV. Das heißt, die geringen Löhne werden noch geringer. Entschuldigung. Können Sie mal kurz den Geschäftsführer sprechen, bitte? Ja, aber meine Situation hat sich trotz der harten Maßnahmen gegen den da auch nicht wirklich verbessert. Jetzt wird's ja auch noch gierig. Passt bloß auf, sonst sitzt morgen hier ein Marokkaner, der macht das genauso gut für weniger Geld. Oh, dann gebe ich lieber freiwillig was ab. Lohnverzicht. Geil. Ja, großartig. Ich bewundere Ihre Disziplin. Dadurch hat sich Ihre Produktivität gesteigert. Und deswegen gibt es jetzt einen großen Nachschlag. Oh, ja. Da sind wir doch alle gespannt, wie das wohl ausgehen wird. Ich meine, es gibt ja eine Menge zu verteilen. Schauen Sie hier, allein das hier ist der Zuwachs der Wirtschaftsleistung in Deutschland pro Kopf der letzten 20 Jahre. Plus 25%. Wow! Ja. Und was ist das kleine Blaue da unten? Oh, das kleine Blaue da unten, das ist Ihr Einkommen.
Die Reallöhne sind die letzten 20 Jahre nicht gestiegen. Aber jetzt sind wir mal gemeinsam ganz gespannt, wie der von Ihnen hart erarbeitete Wohlstand wohl am Ende verteilt werden wird. Super. Mahlzeit. Da fragt man sich doch schon, warum wird in diesem Land nicht viel mehr über Umverteilung gesprochen? Nee, mehr Umverteilung, das packe ich auch nicht mehr. Also, möchten Sie nicht noch ein kleines Pfefferminzplätzchen? Monsieur, nur ein kleines, winziges Pfefferminzplätzchen. Das ist eine berechtigte Frage. Wie kommt man heute eigentlich noch an Geld? Die Zinsen sind im Keller, an der Börse läuft es auch nicht mehr rund. Da hat ein Freund von mir eine Idee, der hat Nachrichten geguckt und der hat gesagt, ich weiß nicht, wie er das machen will, aber er ist der festen Überzeugung, er investiert jetzt in Waffen. Da habe ich gesagt, was geht's noch? Spinnst du? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Waffen? Hör mal, geht's noch? Mach in Munition. Das ist nachhaltiger. Ich meine, Waffen, irgendwann hat doch jeder eine. Ja, aber Waffen funktionieren nur mit Munition. So ein Gewehr ohne Patronen ist einfach nur ein Gegenstand. Das tut vielleicht mir jemandem weh, wenn du es nach jemandem schmeißt. Ja, aber hast du Pech, ist es ein G36, kommt wie so ein Bumerang zu dir zurück. Hast du Aua. Ja? Ich meine, der Munitionsfabrikant macht doch abends auch den Fernseher an und sieht, es läuft. Ja? Aber keiner zeigt auf ihn. Alle reden nur über Waffenproduzenten, aber der Mann ist fein raus. Und wenn mal einer auf ihn zeigt, dann kann er sagen, ich? Ich kann doch nichts dafür, dass böse Menschen meine Patronen in einen Gewehrlauf stecken, wo sie auf 900 Meter pro Sekunde beschleunigt wird. Das kann ich doch nichts dafür. Also bitte, ja. Und als Munitionsfabrikant stellst du übrigens auch das perfekte Produkt her. Der Kunde kauft es, benutzt es ein einziges Mal, zack, bumm, kaputt. Er muss es neu kaufen. Er beschwert sich auch nicht drüber. Er macht es, benutzt es wieder, zack, bumm, kaputt. Ja, außerdem unauffindbar. Geplante Obsoleszenz in höchster Vollendung. Davon träumt der Autoproduzent. Was der herstellt, das muss 10, 15 Jahre halten. Draußen geparkt vor der Tür stehen. Ja, Lebensdauer, weil es der Kunde so will. Aber jemand, der Munition kauft, hat ein anderes Verhältnis zu Lebensdauer. Ja, und als Munitionsfabrikant hast du auch diesen ganzen Kundenbindungsquatsch nicht an der Backe. Hier, Service-Hotline, Garantie, Reparaturservice, Kundendienst, Rückrufaktion, Pfand. Ich weiß nicht, gibt es Pfand auf Patronenhülsen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn das so wäre, wäre die Ostukraine voll mit deutschen Rentnern. Einige würden sich noch sehr gut auskennen, ja? Und ich kenne mich nicht aus, aber ruft der TÜV bei so einem Munitionsfabrikanten an, um zu fragen, hier, wir wollen mal wissen, ob Menschen durch ihr Produkt zu Schaden kommen. Ökotest, melden die sich? Sind da Weichmacher drin? In meiner Munition, meine Munition ist Weichmacher. Und dann kommt natürlich eines Abends dieser Munitionsfabrikant, der hat ja auch Freizeit, kommt nach Hause zu seiner Familie, für die er das macht, und wird begrüßt im Flur von seinem Kind. Und das Kind fragt, Papa, 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 was hast du heute auf Arbeit gemacht? Na ja, wie immer, Patronen, wir haben doch eine Patronenfabrik. Patronen, was für Patronen hast du heute gemacht? Na, heute habe ich zum Beispiel Kurzwaffenpatronen hergestellt, das sind Pistolenpatronen und Revolverpatronen. Dann haben wir noch Mittelpatronen hergestellt, das sind Flintenpatronen, Büchsenpatronen und Gewehrpatronen. Und dann haben wir noch große Patronen hergestellt, das sind Duplex- und Triplexpatronen, Manöverpatronen, Panzerpatronen, Granatpatronen, Geschützpatronen, thermobarische Patronen, Knallpatronen und Pufferpatronen. Und die schicken wir mit DHL Express, wenn sie jemand über Amazon Prime bestellt hat, in die Länder, wo unsere Kunden wohnen. Das sind Südsudan, Eritrea, Liberia, Venezuela, Mexiko, Nordirak, Nordsyrien, Gazastreifen, Israel, Ostukraine, UdSSR. Ja, die heißt bald wieder so. Und in den USA haben wir ganz viele Schulen unter unseren Kunden. Papa, Papa! Ja? Macht ihr auch Tintenpatronen? Tintenpatronen? Nein. Damit macht man sich die Hände schmutzig. Robin Hood, was ist mit euch? So schlaff kenne ich den grünen Flitzebogen nicht. Ich kenne euch mehr. Verspannt. Was wollt ihr, Graf Underwood? Euch Millionen geben. Was? Wofür? Für den Kampf gegen die Armut.
Wirklich? Sobald ihr am Ende Steuern zahlen, kommt an meine Brust? Ja, ich dachte mir an eine Stiftung. Was? Und Sie sind das Gesicht, die Robin Hood Stiftung. Und ich dürfte das ganze Geld den Bedürftigen auszahlen? Das Kapital muss natürlich erhalten bleiben. Aber von den Zinsen des Kapitals, da finanzieren wir erst einmal die Grundbedürfnisse der Stifter. Und von den restlichen Zinsen dürfen Sie dann gerne ein Ballett für Benachteiligte inszenieren. Vielleicht auf der Waldlichtung, das Robin Hupf-Ensemble. Vielen Dank. Ich verzichte. Wieso? Weil ich... Finden Sie das so eine gute Idee? Ich finde es keine gute Idee, dass immer mehr Menschen wie Ihnen die Entscheidung überlassen wird, wem mit so viel Geld geholfen werden darf. Ich will nicht Ihre Almosen. Ich will, dass Sie anständig Erbschaftssteuer bezahlen. Sie sind und bleiben ein Wegelagerer. Erbschaftssteuer. Da lebt man, arbeitet, zahlt Steuern und am Schluss wird das Ganze nochmal besteuert, nur weil man tot ist. Ich sage nur Doppelbesteuerung. Sie werden doch kein zweites Mal besteuert. Sie sind doch tot. Besteuert werden Ihre Kinder, die ein Einkommen bekommen, leistungslos. Ach, wissen Sie, was das für eine Leistung ist, Kind eines Milliardärs zu sein? Ist ja nicht so, dass einem da was geschenkt wird. Doch. Das ist der ganze Punkt. Es wird einem was geschenkt. Hören Sie mal, das ist doch inzwischen... Erbschaften in Deutschland sind etwa bis zu 300 Milliarden Euro im Jahr. Das ist fast einmal der gesamte Bundeshaushalt. So, und was nehmen wir an Erbschaftssteuer ein? Lumpige 5,4 Milliarden. Das sind nicht mal 2%. Würden wir diese Erbschaften ganz normal besteuern, wie das Gehalt eines Angestellten, wissen wir, was wir hätten jedes Jahr zur Verfügung? 60 Milliarden Euro für die Gesellschaft. Und wenn Sie mal irgendwann erben und dann 30% Erbschaftssteuer zahlen, na, was sagen Sie denn dann? Dann sage ich Halleluja. Hm? Wissen Sie, wer bei uns im Land 30% Erbschaftssteuer zahlen muss? Die, die über 26 Millionen Euro erben. Die allermeisten Deutschen zahlen überhaupt keine Erbschaftssteuer. Weil Sie so einen guten Steuerberater haben? Nee, weil Sie nichts zu erben haben. Die Hälfte der Deutschen erbt überhaupt nicht. Und die anderen haben riesige Freibeträge. 400.000 Euro für Kinder, 500.000 für Ehegatten. Ich habe das Geld hart erarbeitet. Von wegen. Wissen Sie was? Es ist so, man hat festgestellt, bei großen Vermögen von Superreichen, da besteht das Vermögen zu 80% aus Erbschaften. Und wissen Sie was? Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Sagt der Volksmund. Sagen Studien. Es ist doch gefährlich für eine Gesellschaft, dass sich immer mehr Geld in den Händen von immer weniger Leuten ballt. Ha. Und dass es nicht mehr darauf ankommt, was man leistet, sondern nur noch, wie man heißt. Sagt der Satiriker von Wagner. Okay, jetzt ist es. Nee, nee. Das sagen Bundesverfassungsrichter, die es satt haben, dass reiche Firmenerben so bevorzugt werden, geschont werden. Das ist doch typisch für Sie. Stramme Haltung, aber keine Ahnung. Die Firmenerben werden doch nicht geschont, sondern das Betriebsvermögen. Und das mit Recht, denn es sichert Arbeitsplätze. Wisst ihr, was lustig ist? Der wissenschaftliche Beirat vom Bundesfinanzministerium hat gesagt, es gibt wenig Hinweise darauf, dass die Schonung von Betriebsvermögen Arbeitsplätze sichert. Beamte, was wissen die schon von Wirtschaft? Bei denen kommt das Geld doch aus der Steckdose. Die hätten mal bei der IHK anrufen sollen. Oh, das hat man gemacht. Ja, ein Journalist von der Taz, Ulrich Schulte, hat so 15 Wirtschaftsverbände und Handelskammern angerufen und gesagt, nennt mir eins. Ein Unternehmen, das in Schwierigkeiten geraten ist wegen der Erbschaftssteuer, also pleite gegangen ist oder verkauft werden musste. Und? Wie viele waren es? Soll ich Ihnen sagen? Soll ich Ihnen sagen? Sie suchen heute noch. Kein einziges! Was wollen Sie? Der Schäuble plant doch jetzt so eine Erbschaftssteuerreform. Ja, und was für eine? Ich gebe nur ein Beispiel. Wenn Sie jetzt eine Firma erben würden, sagen wir mal, sie ist wert 20 Millionen. Mhm. Nach Schäubles Reform müssten Sie keinerlei Steuern zahlen. Aha, und was ist, wenn die Firma mehr wert ist? Gut, dann müssten Sie ein bisschen Steuern zahlen. Ja, dann müsste ich alles veräußern, das ganze Betriebsvermögen, Maschinen und Fabrikhallen und dergleichen, dann wäre ich ruiniert, dieser gottverdammte schwäbische Kommunist. Hören Sie mal. Man würde Ihr Betriebsvermögen in Ruhe lassen, man schaut sich doch nur das Privatvermögen an. Jetzt schnüffeln Sie auch noch in meiner Privatsphäre rum. Das Finanzamt macht eine Bedürfnisprüfung. Ja, ich bin bedürftig. Schonen Sie meine Milliarden. Schauen Sie, man schaut doch nur, ob Sie mit der Hälfte Ihres Privatvermögens diese Steuern bezahlen können. Die Hälfte? Ich bin ruiniert. Sie kriegen eine Firma geschenkt. Das kann ich mir gar nicht mehr leisten. Wenn das stimmt, dann erlässt man Ihnen sogar die Steuern. Ja, erlassen Sie es mir. Erlassen Sie es mir. Das beruhigen Sie sich doch. Das Gesetz ist doch noch gar nicht beschlossen. Noch nicht?
Ach so. Dann muss ich schleunigst nach Berlin. Taxi! Taxi! Nach Berlin! Hühot! Nein! Mir reicht's! Ich lass mich nicht mehr einspannen! Jahrelang habe ich deinen Karren gezogen! Jetzt reichst du, gestoppter Depp! Ich möchte jetzt eine höhere Erbschaftssteuer und eine Vermögensteuer. Jetzt! Ha, holde Maid Mittelschicht, so wollt ihr an meiner Seite streiten. Dann haben wir eine Mehrheit. Ja, schön, dass ihr zwei euch gefunden habt. Aber eins ist klar, in diesem Land macht immer noch das Parlament die Gesetze. Ja, ihr habt recht. Gut, dann gehen wir eben den politischen Weg. Der bekommt mein Stimmenpotenzial, der auf die Reichen zielt bei der nächsten Wahl. Auf! Lasst uns Mitstreiter suchen unter den Parteien. Den Volksvertreter möchte ich sehen, der meinem Einfluss kann widerstehen. Wohlan! Ich beuge mich dem demokratischen Wettstreit. So ist's beschlossen. Wir veranstalten ein Bogenschutzturnier. Herrlich. Teilnehmen dürfen alle Parteien, die sagen, sie möchten umverteilen oder die Reichen treffen. Maid Marian wollte dem Spektakel vielleicht von der Ehrenloge beiwohnen. Maid Marian. Sorry, aber von oben hat man halt ein bisschen bessere Sicht. Gut. Freunde, Bürger, nun lasst uns sehen, wer bei diesem Spektakel die... Ihr sollt nicht auf mich schießen, auf die Reichen. Wer war das überhaupt? Oh, was ist das? Horst Seehofer hat seine Teilnahme abgesagt. Auch im Namen der CDU. Ach, dann ist das Turnier ja schon zu Ende. Von wegen. Aus allen Ecken dieses Landes haben stolze Recken ihr Kommen angekündigt. Der erste Schütze tritt an für die SPD, die Partei des kleinen Mannes. Das Zwetschgenmandel da. Normalerweise bin ich größer, als ich scheine. Ich sehe nur von da oben so klein aus. Die SPD hat einen großen Plan. Ich zitiere aus dem Programm. Sie wollen eine Vermögenssteuer und die Begünstigungen bei der Erbschaftssteuer zurücknehmen. Ach, das will ich sehen. Also, hier habt ihr meine Stimme. Ja, gut, dann wollen wir mal regieren. So, rein damit. So, da. Oh. Einem Hartz-IV-Empfänger vor die Brust, Volltreffer. Sag mal, hab... Hast du überhaupt schon mal geschossen? Sag mal, ihr habt's geschworen bei eurer Seele, dass ihr die Reichen treffen wollt. Ihr habt's gar im Programm. Ja, aber das mit der Umverteilung, das ist doch nur Folklore. Das meinen wir doch nur unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Unter welchen ganz bestimmten Rahmenbedingungen? Dass wir nicht an der Regierung sind. Ihr seid abgewählt. Raus aus diesem Ländle. Der nächste Schütze, er tritt an für die Partei der Grünen. So spricht, wie er das Ziel will treffen. Ich zitiere aus dem Bundestagswahlprogramm. Die Grünen sind für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, für eine höhere Erbschaftssteuer, außerdem für eine einmalige Vermögensabgabe. So nehmt denn meine Stimme. Typisch Grüne. Warum schießt ihr nicht? Eine höhere Erbschaftssteuer trifft unsere eigene Klientel, das geht nicht. Das macht die SPD die ganze Zeit. Ach, die SPD, die sind doch nicht so blöd wie die Sozis. Außerdem finde ich, Umverteilung ist echt ein Loser-Thema. Wir steuern um auf Kretschmann-Kurs. Ha! Kretschmann, der will eine höhere Bevorzugung von Firmenerben, höher als Schäuble. Was, wohin führt denn dieser Kurs? Ins Amt.
Das ist euer wahres Ziel. Hinfort mit euch, hinfort. Ihr wundert euch, ich komm ganz fix. Ich bin's von Storch, die Beatrix. Herr Millionär, ich hebe dankend meine Hände für Ihre anonyme Spende. Psst, Idiot. Aber werdet ihr auch für mich kämpfen? Klar, ihr seid blond und sollt es bleiben dürfen. Gut, dann nehmt mal meine Stimme. Was? Wieso? Ihr habt doch noch gar nicht in den Programmentwurf reingeschaut. Wollt ihr nicht lieber hören, was die AfD doch möchte? Weg mit der Erbschaftssteuer, weg mit der Vermögenssteuer, Entlastung für Großverdiener. Kurz, ihr Ziel ist eine noch ungerechtere Gesellschaft. Ja, aber was wollt ihr denn? Wieso tretet ihr überhaupt hier an? Oh, eigentlich habe ich ein ganz anderes Ziel. Wie ich hörte, treibt sich hier ein Marokkaner rum. Den würde ich gern mal treffen. Mietz, 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 mietz. Ja, aber gibt es denn überhaupt irgendjemand, der für meine Ziele eintritt? Doch. Mich. Batman. Sagt an, was wollt ihr? Ich will eine Millionärssteuer. Ich will eine Erbschaftssteuer, die den Namen verdient. Und ich möchte eine Umverteilung von oben nach unten. Ja, schön, aber ich meine, ihr seid schon der Dritte mit leeren Versprechungen. Es wäre halt schön, wenn jetzt einmal irgendjemand trifft. Wer seid ihr, Fremder? Ach, der Sozialfrosch wieder. Gut. Für welche Partei tretet ihr an? Ich trete an für die Partei der... Was? Die Partei der Linken. Die Linke? Na, das kann ich nicht machen. Aber ich trete für alle eure Ziele an. Ich treffe bestimmt, wenn ihr mir nur eure Stimme gebt. Ach genau, ihr habt doch schon einen Staat ruiniert. Nein, aber die Ziele sind toll. Und ihr als Typ, ihr seid auch super, aber leider in der falschen Partei. Das ist eine Partei der Verlierer und da gehöre ich nicht dazu. Mittelschicht, ihr seid die Kraft, die oft das Gute will und doch das Unrecht schafft. Durch euer Festhalten am Status quo bleibt alles, wie es ist, und so macht er sich unbehelligt aus dem Staub. Auch wenn die Einsicht vielleicht alt ist, rostet. Gerechte Steuern sind, was Zivilisation uns kostet. Und die Moral von der Geschichte: Umverteilung gibt es nicht. Das war die Anstalt! Heute mit dem Knauer Nils Heinrich, Bruder Abdel Karim und mit Mittelschicht Lisa Fitz. Danke für eure Ohren. Wir gehen jetzt einen Schritt nach vorn. Und so machte sich Robin Hood mit seinen Forderungen, von denen 80% der Bevölkerung profitieren würden, auf und erreichte im Wahlkreis Zorneding 2,3%. Made Mittelschicht dagegen heiratete nach oben. Bruder Tack und der knappe Nils arbeiten jetzt für die Robin-Hupf-Stiftung. Ach ja, und während der Dreharbeiten zu dieser Sendung wurden natürlich keine hohen Tiere verletzt.